Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, die CO2-Emissionen eines Landes zu bilanzieren oder zu berechnen. Einmal das Territorialprinzip. Das beschreibt Emissionen, die innerhalb der Landesgrenzen verursacht werden. Wenn also Güter zum Beispiel aus China nach Österreich importiert und dort konsumiert oder verbraucht werden, werden diese Emissionen trotzdem China angerechnet. Und das zweite Prinzip ist das Konsum- oder Konsumptionsprinzip. Da werden bei der Bilanzierung alle Im- und Exporte und die jeweiligen dadurch verursachten Emissionen berücksichtigt. Sprich, Güter, die aus China nach Österreich importiert werden und hier konsumiert werden, werden Österreich angerechnet. In dieser Abbildung sieht man die Pro-Kopf-Emissionen über die Jahre einmal territorial basiert bilanziert, das sind die durchgezogenen Linien, und einmal konsumbasiert, das sind die gepunkteten Linien. Die Flächen zwischen diesen Linien zeigen also Nettoimporte von Emissionen, das sind die blauen Flächen, oder Nettoexporte von Emissionen, das sind die gelben Flächen. Wie man sieht, sind vor allem die reicheren Industrieländer, also die OECD-Länder, das ist der ganze obere Balken, die sowieso höhere Emissionen haben, durch ihre Importe aus vielen anderen Regionen der Welt, vor allem aus sogenannten Economies in Transition, Süd- und Osteuropa, das ist der mittlere, etwas breitere Balken, aber auch aus Asien und Afrika, noch einmal stärkere Pro-Kopf-Emittenten, denn man müsste, wenn man das nach dem Konsumprinzip bilanziert, einen Teil der Emissionen dieser Ländergruppen oder Länder den Industrieländern noch hinzuschlagen. In der nächsten Lektion schauen wir nochmal genauer hin, wie sich die Emissionen innerhalb von Ländern nach Einkommensgruppen aufgliedern. Vielen Dank.